Wechselhafter Juni mit viel Regen, in manchen Gebieten bei uns Hochwassergefahr. Zum Glück bin ich hier oben auf dem Berg und hat es mich nicht erwischt. Ein paar Kilometer weiter Richtung Osten ist ganz schön Schlimmes passiert, einiges abgesoffen. Und zwischendurch ab und zu mal Sonne. Ist ein bisschen anspruchsvoll jetzt gerade dieses Jahr, vor allem weil durch diesen Dauerregen sehr viele Schnecken unterwegs sind. In Social Media sind ja gerade die Schnecken das Thema schlechthin. Leute haben zum Teil auch schon die Schnauze voll, da gibt es auch schon sehr viele Diskussionen, weil einige Leute die Schnecken unter anderem töten, zum Beispiel zerschneiden oder Salz nutzen. Ich zum Beispiel tue die Schnecken in meinen Bokashi rein und tue sie so fermentieren, damit sie dann so in den Kreislauf wieder in den Boden reinkommen. Weil letztlich ist das nichts anderes die Aufgabe der Schnecken. Die möchten schwaches und krankes Material zerfressen, guten Humus auf Boden aufbauen, selektieren und legen halt dann ihre Eier. Und im Winter werden sie dann letztlich alle eingehen, einen Dünger für die ganzen Bakterien entsorgen und auch wieder guten Boden aufbauen. Und manche wollen halt das alles umgehen. Das heißt, die nehmen dann zum Beispiel die Schnecken, die sie da alles einsammeln und tun sie dann in einem Wald aussetzen, beziehungsweise wahrscheinlich einen Forst, weil wir so viel Wald in Deutschland gar nicht haben. Oder sie auf einer Wiese aussetzen, fühlt man sich jetzt zunächst gut, weil man die Schnecken jetzt nicht getötet hat, sondern sie dürfen weiterleben, nur an einem anderen Ort. Vergessen aber auch dabei, dass halt die Schnecken unter anderem auch invasive Arten mit dabei sind und die können halt an einem neuen Ort für ein Ungleichgewicht sorgen und man weiß halt nicht, wie dann die Schnecken sich dort ausbreiten werden und welchen Schaden sie da an die Artenvielfalt und auch an der Flora verursachen. Letztlich verlagere ich nur mein Problem, eventuell auch für jemand anderes. Könnte schon wieder eine politische Anspielung sein. Hä? Beispielsweise bei der Wiese, welchen Zweck denn der Besitzer mit ihr verfolgt. Ganz normale Wildblumenwiese, eine Wiese, wo man zum Beispiel die Tiere einfach grasen lassen kann oder auch mit dem Heu. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, wenn ich da jetzt viele Schnecken rein tue, wenn ich dann daraus Heu mache, die noch Eier legen, dass sie dann vielleicht noch mit ins Heu reinkommen und die Tiere das zum Fressen bekommen. Vor allem, weil auch Schnecken einige Parasiten haben. Ob das jetzt auch einen Schaden an die Tiere verursachen könnte, weiß ich jetzt nicht genau. Solche Gedanken sollten wir auch schon haben, weil ich ja die Tiere einfach irgendwo anders hinbringe und in der Rehe wird es ja irgendjemandem gehören und der wird auch einen bestimmten Zweck damit erfüllen und das könnte dann potenziellen Schaden für ihn verursachen. Vielleicht einer der besten Lösungen sind, sich Enten anzuschaffen, wenn man die Möglichkeiten hat. Ist jetzt bei mir ein bisschen schwieriger, ich habe jetzt keine Unterkunft für die, die ich jetzt hier reinsetzen könnte. Teich oder Gewässer jetzt auch nicht, wo sie sich dann wohlfühlen können. Das sind ja alles wichtige Sachen, die die Enten auch benötigen, damit man die halt ein bisschen artgerechter halten kann. Ich bin ja auch Veganer, macht dann vielleicht auch nicht so wenig Sinn. Möchte die jetzt nicht unbedingt halten. Dennoch können sie einige Schnecken vertilgen. Wenn man sich Hühner anschafft, dann werden sie noch die etwas kleineren Schnecken auffressen. Aber das Wichtige daran ist, dass man die unter anderem im Herbst bei sich in den Beeten und in den Kompost rumlaufen lassen kann, damit die halt die Beete ein bisschen aufscharen, durchwühlen und dann die Schneckeneier rauspicken. Sonst, was ich jetzt mache, ist, dass ich so diese Hütchen habe, da wo ich dann oben drauf die Gläser drauf machen kann, damit ich so die Pflanzen vor den Schnecken schütze, dann halt währenddessen absammle oder die Schnecken auch anlocke mit meinen Küchenresten von meinem Entsaftertrester, damit die halt erst dahin gehen und dann kann ich sie so besser absammeln. Dann lassen sie halt zum Beispiel meine Pflanzen in Ruhe, bis die halt kräftig werden. Bis jetzt ist der Schneckenschaden überschaubar. Neben den ganzen Nacktschnecken und invasiven Arten habe ich auch Tigerschnecke und Weinbergschnecken, die dann auch für ein gutes Gleichgewicht sorgen, weil Schnecken ja auch sehr wichtig fürs Ökosystem ist. Was ich sehr interessant finde, ich habe die Buschbohnen bei mir direkt in die Beete reingesetzt und da knabbern die ein bisschen ran, aber fressen sie nicht komplett ab. Finde ich sehr gut, stehen jetzt auch schon seit 2 Wochen und hoffe dann, dass die Bohnen gut anwachsen können, damit ich hier eine ordentliche Ernte habe. In dem Beet im Allgemeinen, die Kartoffeln wachsen sehr gut, genauso wie die Zucchini auch schon die ersten Früchte. Gurken und den Tomatendschungel hier werden auch regelmäßig gepflegt. Beide Kulturen an Tomatenhaken kultiviert und beide eintriebig kultiviert. Das heißt, hier wird regelmäßig bei den Tomaten und bei den Gurken die Seitentriebe abgeklipst. Am besten halt am Morgen, damit halt sich die Wunden dann auch verschließen können, über einen Tag austrocknen, damit da weniger Pilzkrankheiten reinkommen können. Außerdem schaue ich bei den Gurken, dass ich sie regelmäßig gieße, damit halt jetzt die ersten Früchte keine Bitterstoffe bilden und auch gucke, dass der Stress so wenig wie möglich ist, weil sich dadurch auch Bitterstoffe bilden können. Und ich habe auch schon gemerkt, durch das feuchte, verregnete und auch teilweise kühle Wetter haben schon die ersten Pflanzen Mehltau bekommen und da tue ich dann mit einer Natronlauge auf 1 Liter ungefähr 1 Esslöffel, 1 bis 2 rein und damit halt schon präventiv die ganze Pflanze besprühen, damit sich der Pilz halt nicht so stark ausbreitet.
Tomaten eine meiner Lieblingskulturen. Und die ersten Früchte tragen sie auch schon, blühen auch ordentlich. Jetzt fehlt leider noch einfach mal knallige Temperaturen, so gut konstant 30 Grad, mal ein bisschen mehr Sonne, damit die Früchte auch dann schön reif werden. Und schütteln nicht vergessen, damit halt die Tomaten jetzt zum Beispiel hier im Gewächshaus sich ordentlich bestäuben können. Es geht auch schon langsam Richtung Knoblauch- und Zwiebelernte. Die meisten haben auch schon geblüht, da werde ich jetzt trotzdem hin und wieder mal die Blüten rausbrechen, damit sie halt die ganze Kraft in die Knolle reinbringen. Und manche Knoblauchpflanzen fangen jetzt auch schon an, welk zu werden. Das heißt, es soll dann schon erntereif werden. Bei den Zwiebeln geht es dann so in Richtung Anfang August dann so, dass ich dann da ein paar ordentliche Gemüsezwiebeln ernten kann. Und bei dem Knoblauch dann meistens so im Juni, auch im August. Gerade der Juni stelle ich bei mir mal fest, dass es so eine Art Ernteloch ist. Ich konnte jetzt schon die letzten Monate und Wochen ganzen frühen Sachen ernten, wie zum Beispiel Salat, Frühlingszwiebeln, Radieschen, jetzt auch Rhabarber, Johannisbeeren und Erdbeeren sind auch gerade mitten in der Saison, beziehungsweise schon auch am Ende, bald werde ich auch die Johannisbeeren schneiden. Die Rhabarber-Saison geht zu Ende und langsam beginnt dann die Saison von den Bohnen, von den Zucchini, von den Gurken, von den Tomaten, von den Paprika und auch den Melonen. So dann Richtung Juli, August, September, wo dann die ganze Hochsaison ist und wo es dann richtig viel zu ernten gibt. Wie ihr das Tonzimmer lehrt, geduldig sein. Trotz dieses verregneten und auch teilweise kühlen Wetters kommen die Kürbisgewächse sehr gut an. Zucchini kein Problem, Kürbisse auch nicht auf ihrem Kompost. Gurken, wie gesagt, mit dem Meter und die Melonen, die ja anfangs Probleme hatten, besonders die Wassermelonen, sind jetzt auch alle gut angekommen, wachsen jetzt schön an und gehen jetzt nicht wegen der Kälte irgendwie dumm ein. Dieses Jahr festgestellt, dass die Honigmelonenpflanzen dann doch kräftiger sind als die Wassermelonen. Der Schnitt von den schwarzen Johannisbeeren ist recht simpel im Vergleich zu den weißen und roten Johannisbeeren. Ist halt wichtig, um halt die Fruchtertrag und Fruchtmenge zu erhalten. Tragen die schwarzen Johannisbeeren halt an ihren einjährigen Seitentrieben ihre Früchte. Von daher versucht man halt alle älteren Triebe abzuschneiden. Man erkennt ja die jungen und die älteren Triebe an dem Gehölz. Je dicker das Holz ist und desto dunkler, desto älter ist es. In der Regel entfernt man dann dieses Gehölze. Schaut, dass halt die Triebe, die nach innen wachsen, rausgeschnitten werden, damit man einfach Licht in den Busch reinbekommt, damit auch alles schön Platz hat und die Früchte auch ordentlich werden. Bodennah die Triebe abschneiden, dann kann man sie häckseln zum Mulchen oder man macht halt daraus Stecklinge. Denkt auch für eure Ernte im Winter, die müsst ihr auch jetzt schon planen, damit die Pflanzen schon eine gute Größe haben, damit sie auch winterhart oder winterfest sind. Das heißt, du kannst jetzt schon im Juni und Juli die ersten Voranzüchte für den Winter machen, zum Beispiel Endiviensalat für die Herbsternte, Grünkohl, Rosenkohl, was ich jetzt zum Beispiel aussehen werde, kannst auch Winterwirsing nutzen. Kann man den sehen? Ja, Radicchio. Zuckerhut und bei mir sind jetzt auch gerade noch ein paar Sommersalate, die ich jetzt nach und nach für eine versetzte Ernte immer wieder mal setzen werde. Zum Beispiel der Bataviasalat, den setze ich dann immer so als Mischkultur zu den Paprikas oder zu den Tomaten mit rein. Eine wunderbare Sommersalatsorte, die halt selbst bei 30 Grad, 35 Grad im Sommer überhaupt nicht anfängt zu schießen. Und dann halt im Herbst kann man dann anfangen wieder mit den ganzen Kopfsalaten oder auch Wintertreibhaussalaten, wie zum Beispiel den Barbecue-Salat. Also auch immer schön daran denken. Und ich möchte das jetzt nochmal ansprechen mit der Anzuchterde als Kompost, weil es da immer wieder Leute gibt, die halt sagen, man soll keinen Kompost als Anzuchterde nutzen, weil der halt zu scharf für die Jungpflanzen ist und die halt da eventuell eingehen können oder beziehungsweise nicht so gut wachsen können, weil sie halt gleich die Nährstoffe vor Ort haben und die Wurzeln nicht so gut ausbilden. Erstmal vorneweg nutze ich schon seit Jahren meine eigene Komposterde und habe damit überhaupt gar keine Probleme. Erst als ich mal da angefangen habe, die Komposterde von den Kompostwerken zu nutzen, hatte ich mal einen Vergleich und da war es dann katastrophal. Da sind die Pflanzen überhaupt nicht angegangen. Da ist dann nämlich genau das eingetroffen, was dann die Leute im Internet immer gerne sagen. Bei der eigenen Komposterde natürlich nicht, weil ich sie halt auch dementsprechend so aufschichte mit dem organischen Material. Da kommt alles hin. Gehäckseltes Küchenreste, Laub, Grasschnitt, Pflanzenkohle, Urgesteinsmehl, alles gut durchgemischt. Ab und zu mal auch ein bisschen Mist, der gut abgelagert ist. Und da muss man auch ein bisschen schauen, dass der Mist nicht zu frisch ist und nicht zu scharf und zu viel. Natürlich will ich dann auch, wenn der Kompost dann aus einem großen Teil von Mist besteht, zum Beispiel Geflügelmist, da würde ich den natürlich auch nicht da reinsetzen. Aber letztlich bei dem Kompost lasse ich den ein Jahr liegen und nutze den halt dann
für die Vorzucht von meinen Pflanzen. In der Komposterde sind unter anderem noch ein bisschen Pflanzenteile und Holzstücke mit drinnen. Und im Buch von Herbert Pommersche Humusphäre beschreibt er auch, wie man Anzuchterde gut herstellen kann. Und dann nimmt er zum Beispiel Bokashi und tut den halt erdisieren und da also Wochen vorher vorbereiten. Letztlich geht es halt einfach darum, die Pflanze kräftig zu machen. Und das schaffen wir halt mit Bakterien, mit Pilzen, also mit Leben, die halt das Wachstum von der Pflanze fördert. Deswegen nehme ich halt meine eigene Komposterde als Anzuchterde, weil halt dann noch, weil die halt in einem halbfertigen Prozess ist, wo halt die Pflanze aber keinen Schaden dadurch bekommt durch irgendwelche Nährsalze oder andere schädliche Stoffe. Ja. Leben bringt Leben und in meiner Gartenerde unter der Mulchschicht gehen ja auch die ganze Zeit irgendwelche Pflanzen wild auf durch den Samen und die wachsen auch alle ordentlich heran, sogar auch Melonen, Gurken und Tomaten. Von daher sehe ich da überhaupt gar kein Problem, warum ich jetzt meine eigene Komposterde nicht als Anzuchterde nutze. Wie gesagt, kommt natürlich auch drauf an, wie die hergestellt worden ist, welche Materialien genutzt werden und auf die ganzen Bakterien und Pilze, die halt dann in Symbiose mit der Pflanze gehen und so für den Nährstoffaustausch über die Nährwurzeln führen, anstelle über die Wasserwurzeln. Du kannst auch Schafswolle nutzen, um die Schnecken von deinen Pflanzen abzuhalten. Aufgrund dieser kratzigen Eigenschaften, ein bisschen des Fettes, haben sie mehr Aufwand. Wenn du die Möglichkeit hast, in der Regel irgendeinen Schäfer bei dir in der Nähe hast, dann bekommst du von dem wahrscheinlich sehr viel Schafswolle, weil es halt so eine Ressource ist, die halt nicht so oft genutzt wird und halt im Übermaß zur Verfügung steht. Ich habe leider bei mir in der Nähe jetzt keinen, den ich kenne, der seine Schafe schert und halt sehr viel Schafswolle zur Verfügung hat. Gar nichts machen. Viel mehr gibt es auch nichts zu sagen, außer dass mal ein bisschen Sonnenschein kommt. Dann kannst du mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es bei dir momentan im Garten ausschaut. Ich hoffe, dein Garten ist nicht unter Wasser, die Schnecken fressen dir nicht alles ab. Dann können wir uns nämlich gemeinsam auf eine wunderbare Hauptsaison freuen, wo dann die Ernte im Überfluss kommt. Sonst werde ich auch ein bisschen die Zeit nutzen, ein bisschen noch die Pflanzen pflegen und dann auch trainieren gehen. Denn du bist zwar im Garten gut körperlich aktiv, aber so richtige Fitness ist dann doch nicht. Da werden halt manche Muskelgruppen nicht beansprucht. Die Ausdauer, das Cardio fehlt. Von daher zum Garten auch noch zusätzlichen Sport machen, damit man auch im hohen Alter noch weiter fit ist und auch die Gartenarbeit dann noch besser flutscht. Okay, dann legen wir jetzt mal einen Gang zu.